das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth. Ihnen einen guten Abend. Eines kann man mit Sicherheit sagen. Die immer längeren Flüchtlingskolonnen quer über den Balkan haben alle europäischen Regierungen überrascht. Einen Plan hatte keine. Deutschland auch nicht. Doch es öffnete sich. Aber trotz der Hilfsbereitschaft bei vielen hat sich auch bei der Kanzlerin und ihrem Innenminister die Erkenntnis durchgesetzt, dass, wie der Bundespräsident sagte, das Herz zwar weit, aber die Aufnahmemöglichkeit für Flüchtlinge in Deutschland begrenzt ist. Die ganz praktische, aber am Ende wohl auch die psychologische. Und um all das in den Griff zu bekommen, hat das Kabinett nun heute in Berlin ein ganzes Gesetzespaket verabschiedet und darunter auch eine Verschärfung des Asylrechts. Doch der CSU ist das noch zu wenig. Und an den Grenzen auf der Balkanroute kamen auch heute wieder Flüchtlinge neue an. Michael Stempfle. Auch die widrigsten Umstände können sie nicht abhalten. Tausende Flüchtlinge marschieren täglich nach Deutschland, wie etwa hier über die serbisch-kroatische Grenze. Allein gestern trafen 10.000 Flüchtlinge in Bayern ein. Ministerpräsident Seehofer schlägt Alarm wieder einmal. Das ist gemeinsam mit dem, was stündlich auf mich einströmt von Oberbürgermeistern, Landräten, Bürgermeistern und Bevölkerung, ein klarer Beleg dafür, dass die Angelegenheit vollständig aus den Fugen geraten ist. Wir werden vor dem Hintergrund der beginnenden kalten Jahreszeit eine weitere Dramatik der Situation erleben. In Ihrem Sinne sind solche Worte wohl nicht. Kanzlerin Merkel hatte beim Flüchtlingsgipfel versucht, die Wogen zwischen Bund und Ländern zu glätten, Zuversicht auszustrahlen. Jetzt also wieder dramatische Appelle aus der CSU. Und immer mehr Verständnis dafür in der Koalition. Was wir schaffen müssen, ist, dass auch ein Land wie Bayern, die einfach durch die Grenznähe so große Zuwanderung haben, dass die nicht sozusagen völlig am Boden liegen und es nicht mehr schaffen. Das ist die Aufgabe des Bundes und aller anderen Länder. Wo sollen die Menschen noch hinkommen? Alle Turnhallen sind belegt und die Einrichtungen sind belegt. Aber das ist nicht nur in Bayern so, sondern in anderen Bundesländern inzwischen leider auch so. Halten wir fest, eigentlich wollte die Bundesregierung heute mit einem Kabinettsbeschluss punkten, der die Situation in Deutschland entschärfen sollte. Die Botschaft: Zustrom eindämmen. Jetzt plötzlich klingt es so, als würden all diese Maßnahmen gar nicht ausreichen. Es ist halt zu wenig, insbesondere was die Leistungsanreize auch angeht. Das Signal der Kanzlerin ein anderes. Sie setzt weiterhin auf Willkommenskultur, bedankt sich bei denen, die sich für Flüchtlinge einsetzen und erntet Kritik für dieses Signal. Wir dürfen uns bei aller Hilfspolitik, sind wir Politiker nicht befreit von der Frage, auch über die Folgen unseres Tuns nachzudenken. Innenminister de Maizière plant unterdessen neue Verschärfungen. Ähnlich wie an Flughäfen soll es auch an Landesgrenzen sogenannte Transitzonen geben. Nicht schutzbedürftige Asylbewerber sollen identifiziert und direkt wieder zurückgeschickt werden. Nach EU-Recht wäre dies möglich. Wir kennen das im deutschen Recht im sogenannten Flughafenverfahren. Und ich finde, ein solches Landgrenzenverfahren, was rechtsstaatlich durchzuführen ist, was dem Flughafenverfahren nachgebildet ist, eine sehr gute Maßnahme. Abgesprochen scheint das nicht. CDU-Fraktionschef Kauder will lieber über das Maßnahmenpaket reden, das erst noch das Parlament passieren muss, als über neue Transitzonen. Wir verwirren die Menschen nur. Jetzt muss mal gesagt werden, was wir machen und was wir uns davon versprechen, von dem, was wir machen. Nicht jeden Tag neue Forderungen. Die Diskussion in der Union halten Flüchtlinge freilich genauso wenig ab wie das schlechte Wetter. Für September wird eine Rekordzahl erwartet, so der Innenminister. So, also klar ist, die Finanzhilfen des Bundes für die Unterbringung der Flüchtlinge, die sind vom Kabinett beschlossen. Nur, das löst eben noch nicht das eigentliche Problem. Wohin denn mit den vielen Menschen auf der Flucht? Flüchtlingsheime platzen schon jetzt aus allen Nähten. Menschen werden in Containern, Zelten und Turnhallen untergebracht oder wie hier in einem leerstehenden Baumarkt. Die Stadt Hamburg weiß sich jetzt schon nicht anders zu helfen, als künftig leerstehende Gewerbegebäude zu beschlagnahmen und Flüchtlinge dort einzuquartieren. Jürgen Kreller über die große Not bei der Unterkunft der Flüchtlinge. Schön, dass Sie da sind. Ein Satz aus Baumarktzeiten.
Doch Kunden kaufen hier schon lange nicht mehr. Stattdessen kommen mehrere hundert Flüchtlinge an am vergangenen Wochenende. Sie sollen den Winter über hier leben. Laut dem städtischen Betreiber ist der Baumarkt das Beste, das zur Verfügung steht. Es ist sehr schmutzig und die Dusche ist außen. Wir haben ein Kind dabei. Die Toilette ist sehr schmutzig. Das ist kein guter Platz hier. Es ist ein sehr, sehr schlechter Platz. Insgesamt werden 600 Flüchtlinge in den Baumarkt gebracht. Etwa 4000 leben in Hamburg noch in Zelten. Die Stadt sagt, sie wolle ihnen wenigstens ein festes Dach über dem Kopf geben. Doch hier im Baumarkt steht Bett an Bett. Es gibt keine Privatsphäre und zu wenig Toiletten. Viele Flüchtlinge haben auf ein besseres Leben gehofft. Sie erklären der Polizei, dass sie lieber auf dem Gehweg schlafen. Ein anderer Baumarkt kurz vor dem Einzug der Flüchtlinge. Die Stadt Hamburg setzt auf diese großen Hallen. Sie will Gewerbeimmobilien jetzt notfalls sogar beschlagnahmen, wie Berlin und bald wohl auch Bremen. Die Eigentümer bekämen dafür Miete. Übermorgen soll ein Gesetz dazu verabschiedet werden. Es geht ja darum, Massenobdachlosigkeit im Winter zu vermeiden. Und die Einliegerwohnung von Oma Müller, die gerade leer steht, nützt nichts, wenn man Massenobdachlosigkeit vermeiden will. Da brauchen wir große Flächen, leerstehende Lagerhallen. Da geht es um gewerbliche Bereiche. Das ist das, was hilft. Anders als in Hamburg wird in Berlin sehr wohl darüber diskutiert, auch leerstehende private Wohnungen zu beschlagnahmen. In Eschbach in Baden-Württemberg ist man noch einen Schritt weiter gegangen. Seit 23 Jahren lebt Gabriele Keller in dieser gemeindeeigenen Wohnung. Doch die Kommune hat ihr gekündigt, man brauche den Wohnraum für Flüchtlinge. Experten halten die Kündigung für rechtlich umstritten. Grundsätzlich haben wir hier Kündigungsschutz. Und der Kündigungsschutz richtet sich auch im Hinblick auf die Flüchtlinge. Das bedeutet, grundsätzlich muss kein Mieter fürchten, dass er wegen Flüchtlinge gekündigt wird. Aus unserer Sicht ist das kein Fall des Eigenbedarfs. Es gab bundesweit bisher nur wenige solcher Kündigungen wie in Eschbach. Es sind Einzelfälle, doch die Angst vor dem Verlust der eigenen Wohnung, sie wird mancherorts geschürt. So haben in Dresden Unbekannte ein Schreiben verfasst, das angeblich vom Sozialamt der Stadt stammen sollte. Man habe das Ziel, freien Wohnraum zu ermitteln, heißt es darin. Die so festgestellten Wohnungen sollten dann Asylbewerbern zugewiesen werden. Das Rathaus hat sich von dem Flugblatt distanziert, die Polizei in Dresden ermittelt wegen Urkundenfälschung. Zurück am Baumarkt in Hamburg. 4 Nächte haben sie hier draußen ausgeharrt, nach Wochen der Flucht und nach Wochen in Massenunterkünften. Wir brauchen unseren privaten Bereich, wir brauchen Ruhe, weil wir müde sind, alles mit allen zu teilen. Heute nun haben die letzten Flüchtlinge den Gehweg geräumt. Sie wollen weiter nicht in die Massenunterkunft, in den Baumarkt, sondern ziehen als Gruppe in ein kleines Zelt. Und wir schauen nach Afghanistan. Die Stadt Kunduz am Hindukuschgebirge im Nordosten Afghanistans, sie stand auch bei der deutschen Politik für die Hoffnung, dass Frieden dort eben eine Chance hat. Sie war groß, diese Hoffnung, vor knapp 14 Jahren, als die sogenannten Koranschüler, die radikal-islamischen Taliban, durch die internationale Militärkoalition aus der Region vertrieben wurden. Und heute? Heute muss die afghanische Armee versuchen, sie zurückzuschlagen. Denn die Taliban sind 2 Jahre nach dem Abzug der Bundeswehr aus Kunduz mit Tod und Terror wieder zurückgekehrt. Sie haben offenbar große Teile der Stadt erobert. Gekämpft wird noch immer. Nein, es ist eben kein Friede in Afghanistan. Gabor Hallas. Das Telefon schweigt. Aliullah kann in Kunduz niemanden erreichen. Lebt sein Onkel noch? Da sind Bilder im Kopf. Aliullah floh selbst aus Kunduz, wohnt nun in Hamburg, doch findet keinen Frieden. Ich konnte gestern Nacht gar nicht geschlafen, wegen dieser Sorge und wegen dieser Angst, wegen Taliban und wegen meiner Familie, wegen meinem Onkel. Hier war Aliullah oft. Er hat nicht weit vom zentralen Platz in Kunduz gelebt. Jetzt feiern hier die Taliban. Bilder, die Angst einjagen sollen. Die afghanische Armee rückt heute ganz langsam vor. Es tobt ein Häuserkampf, aber wer ist hier Taliban? Wer ein unschuldiger Zivilist? Die Taliban sagen, ihr Angriff eine Überraschung. Aber das stimmt nicht. Aliullah lebte schon vor 2 Jahren in Angst.
Nur noch verhüllt ging er nach draußen. Immer wieder riefen die Taliban an, bedrohten ihn, denn er übersetzte für die Bundeswehr. Die war kurz zuvor aus Kunduz abgezogen. Deutsche Soldaten haben ihr getötet und wurden getötet. Dauerhaften Frieden konnten sie nicht bringen. Noch immer ist die Bundeswehr im Land. Nächstes Jahr sollte Schluss sein. Darüber denken Politiker nun neu nach. Und deshalb ist mir wichtig, dass die Erfahrungen dieser Tage genau analysiert werden und auch in den Bericht einfließen, auf dessen Grundlage wir jetzt im Herbst in der NATO die Entscheidung fällen, wie es im Jahr 2016 weitergeht und darüber hinaus. Die NATO hat eine afghanische Armee aus dem Boden gestampft, 200.000 Soldaten. Sie wollen kämpfen wie Löwen, sagen sie, sterben aber zahlreich in den Schlachten. Die junge Armee kämpft an zu vielen Fronten und kommt immer wieder zu spät, auch in Kunduz. Fast widerstandslos überließen sie den Taliban die Stadt und auch viele Waffen. Peinlich für Präsident Ghani, der heute ein Jahr im Amt ist. Ich versichere meinen Landsleuten, dass wir die Lage in Kunduz unter Kontrolle haben. Unsere Feinde wollen uns nur Angst machen. Das sollten wir nicht zulassen. Der Kampf um Kunduz könnte Tage dauern. Am Abend greifen die Taliban den Flughafen an. Aliullah kann zwar niemand erreichen, aber er kann sich vorstellen, was die Menschen in Kunduz durchmachen. Viele Leute denken, dass die Taliban werden uns heute oder heute Abend töten. Wenn er doch endlich jemanden erreichen könnte. Den Kampf um Kunduz und die Angst um Afghanistan kommentiert Christian Thiels vom Südwestrundfunk. Der Kampf um Kunduz ist nicht der Anfang vom Ende in Afghanistan. Er ist auch kein Zeichen der absoluten Niederlage des Westens. Aber er macht wieder einmal deutlich, wie ignorant vor allem die USA, aber auch ihre Verbündeten, darunter Deutschland, am Hindukusch agieren. Als vor 14 Jahren die Intervention in Afghanistan begann, herrschte der verbreitete Irrglaube, es handele sich um eine schnelle Operation, an deren Ende Demokratie und Rechtsstaat stehen würden. Komplexe Stammeskultur, ethnisch-religiöse Besonderheiten, egal, die Hybris westlicher Überlegenheit wischte alles vom Tisch. Das rächt sich nun auch in Kunduz. Natürlich werden die Taliban die Stadt nicht dauerhaft halten können, aber sie zeigen dort erneut und auf spektakuläre Weise, dass Afghanistan noch lange kein stabiles Land ist. Und dass die afghanischen Sicherheitskräfte noch sehr viel Unterstützung beim Kampf gegen die Aufständischen brauchen. Deshalb ist es gut, wenn nun über eine Verlängerung der militärischen Hilfe des Westens nachgedacht wird. Doch mit Militär allein ist Afghanistan nicht zu befrieden. Entscheidend wird es auf die jungen Menschen am Hindukusch ankommen. Viele von ihnen fliehen aus dem Land, ein dramatischer Aderlass. Denn Afghanistan braucht dringend Männer und Frauen, die das Land modernisieren können. Genau sie müssen wir unterstützen, dafür sorgen, dass sie eine friedliche Zukunft mit wirtschaftlicher Entwicklung haben. Es reicht eben nicht, Milliarden an eine korrupte Führungselite zu überweisen und auf ein Wunder zu hoffen. Oder einfach Frieden zu verkünden und die Truppen abzuziehen, weil einem das innenpolitisch besser in den Kram passt. Vielleicht trägt der Kampf um Kunduz dazu bei, dass der Westen endlich mehr dafür tut, damit die Afghanen die Hoffnung nicht vollends aufgeben. Denn wenn sie das tun, werden noch mehr von ihnen ihr Heil in Europa suchen. Christian Thiels kommentierte. Russlands Staatschef Putin und US-Präsident Obama haben gestern Nacht über den Syrien-Konflikt beraten. Und während Putin sich direkt danach schon äußerte, kam eine Reaktion von US-Präsident Obama erst heute Nachmittag. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten. Bei dem Gespräch am Rande der UN-Generaldebatte waren sich Putin und Obama einig, dass die Terrormiliz Islamischer Staat bekämpft werden müsse. Keine Annäherung gab es in der Frage, welche Rolle dabei der umstrittene syrische Machthaber Assad spielen soll. Im Gegensatz zu den USA beharrt Putin darauf, diesen in den Kampf gegen die Islamisten einzubinden. Was ist der Wert? Der erste Händedruck zwischen den Präsidenten der USA und Russlands seit langer Zeit. Einen Durchbruch zur Lösung des Syrien-Konfliktes gibt es nicht, wohl aber eine Annäherung. Das Gespräch, ob, wann und unter welchen Voraussetzungen Syriens Machthaber Assad abtreten muss, soll fortgesetzt werden. Wir sind bereit, mit allen Ländern zusammenzuarbeiten, Russland und Iran eingeschlossen, um für Syrien einen Übergangsmechanismus zu finden.
Dazu Russlands Präsident Putin: Das ist die Angelegenheit der Syrer. Das können nur Sie entscheiden. Wir unterstützen den Kampf gegen den Terrorismus, aber parallel muss es einen politischen Prozess geben. Assad hat gesagt, er sei damit einverstanden. Auch bei den militärischen Absprachen im Kampf gegen die Terrorgruppe IS ist man sich in New York näher gekommen. Erste Filmaufnahmen der Kampfflugzeuge, die Russland nach Syrien verlegt hat. Sie seien einsatzbereit, aber Wladimir Putin will sie gegen den IS nur einsetzen, wenn er dafür ein UN-Mandat bekommt. Knapp 60 Millionen Menschen befinden sich derzeit weltweit auf der Flucht, auf der Suche nach einer neuen Heimat. Mit der Frage, was diesen Begriff, was Heimat eigentlich ausmacht, damit beschäftigt sich in diesem Jahr die ARD-Themenwoche. Von kommendem Sonntag an geht es in Fernsehen, Radio und im Internet um die unterschiedlichen Facetten von Heimat. Heimat aus einer anderen Perspektive betrachtet, auch das bietet die ARD-Themenwoche auf ihrer Internetseite. Was macht Heimat aus? Wie klingt sie? Wie schmeckt sie? Dieser Frage geht zum Beispiel die Dokumentation Deutschland, dein Tag nach. Meine Heimat ist meine Kindheit. Also meine schönste Erinnerung an meine Heimat ist die Familie, die Firma. 99 Menschen sind alle am selben Tag begleitet worden. Der Flaschensammler genauso wie die Hebamme oder die Flüchtlingsfamilie. Die ARD will mit der 12-Stunden-Dokumentation ein Ereignis schaffen. Dazu sagen wir, wir machen mal was anderes. Wir gehen vom üblichen Schema ab und geben hier Deutschland viele Gesichter, die dokumentarisch dargestellt werden. Und ich glaube, dafür ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen auch da. An der ARD-Themenwoche sind alle Landesrundfunkanstalten beteiligt. Ja, Heimat. Seit 25 Jahren wächst nun in Deutschland zusammen, was zusammengehört. Und doch war dieser Wachstumsprozess bis heute eher ein mühsamer. Und ohne Enttäuschungen und Rückschritte ging es eben leider auch nicht ab. Klein Machnow zum Beispiel feierte nach der Grenzöffnung noch die neue intensive Nachbarschaft mit den westlichen Bezirken der großen Nachbarstadt Berlin. Doch auch hier ist, wie fast überall, die Einheitseuphorie längst verflogen. Und sie ist der Ungeduld gewichen, weil in Ost und West noch nicht die gleichen Lebensbedingungen herrschen. Aber was verbindet Ossis und Wessis und was trennt sie denn immer noch? Tina Rochowski hat bei einem Gang durch Kleinmachnow die heutigen Grenzen ausgelotet. Nur noch wenig deutet darauf hin, dass hier mal DDR war. Kleinmachnow bei Berlin, Eigenheim-Idylle und lange umkämpftes Gebiet. Kaum irgendwo anders gab es so einen Bevölkerungsaustausch. Nach der Wende knallten Ost und West aufeinander. Alteigentümer beanspruchten ihr Eigentum. Wie viel hier ist noch Ost und wie viel West, das ist sein Lebensthema. Klaus-Jürgen Warnig sammelt die Daten seit Jahren. Seine Diagnose, der Bestand Ostdeutsche, liegt in Kleinmachnow nur noch bei 15%. Hier regiert eben sehr stark die westdeutsche Mentalität, die wir eben als Ostdeutsche so nicht kennen. Die ist immer nach 25 Jahren noch deutlich spürbar. Also der Unterschied ist definitiv da. Der wird doch nicht, solange meine Generation lebt und auch sogar noch die Generation meiner, zumindest meiner älteren Kinder, geht es nicht weg. Ost und West vermischen sich nicht nur in Kleinmachnow, das zeigt die neue Studie des Statistischen Bundesamts. Seit der Wende sind 3,3 Millionen Ostdeutsche in den Westen gegangen. Von West nach Ost zogen nur 2,1 Millionen Menschen. Aber erstmals seit der Wende verliert jetzt der Osten kaum noch. Kein Ausbluten mehr, vielleicht sogar eine Trendwende. Wenn man das also auf die Bundesländer reflektiert, kann man sehen, dass es Bundesländer gibt, die haben sogar eine Zuwanderung. Dazu gehört zum Beispiel Brandenburg und Sachsen. Große Unterschiede gibt es noch beim Familienleben. Im Osten geht der Nachwuchs eher in die Kita. Eltern aus dem Westen, die ihre Kinder aus einer Einrichtung mit dem typischen Ostnamen Pittiplatsch abholen. Früher undenkbar, heute Alltag in Kleinmachnow. Zugezogene sind dankbar. Wir haben zwischendurch in Hamburg gelebt, wo das eben ganz anders gewesen ist. Ne? Wo also man auch keinen Hortplatz dann nachher hatte, sondern nur verlässliche Halbtagsgrundschule bis 13 Uhr damals, also Anfang 2003, so war das so. Und da ist man hier, ist man verwöhnt. Ne? Verheiratet sein ist übrigens für Ostpaare mit Kinderwunsch nicht so wichtig. Im Westen werden nur 29% der Kinder nicht in einer Ehe geboren, im Osten sind es 62%. Die Wirtschaft im Osten holt auf, die alten Industriearbeitsplätze sind zwar weg, dafür gibt es in Kleinmachnow jetzt eBay und mehr. Doch der Stundenlohn brutto ist noch sehr unterschiedlich. Im Westen im Schnitt 21 Euro, im Osten rund 16 Euro. Genug Stoff für Neid oder Streit, doch in Kleinmachnow hat sich die Stimmung in den letzten Jahren verbessert.
Es gibt viel mehr Miteinander, als es noch vor 10 Jahren der Fall war. Da gab es ganz starke Konfrontationen, die gibt es heute in dem Sinne so nicht mehr. Wir ziehen mittlerweile Alte und Neue doch relativ gut an einen Strang. Und die alte Grenze zu West-Berlin ist sowieso nur noch ein Strich, der keinen mehr aufhält. Im Skandal um manipulierte Abgaswerte ist ein hochrangiger VW-Manager belastet worden. Noch einmal Nachrichten dazu mit Judith Rackers. VW-Markenvorstand Neusser wusste offenbar schon 2011 von den Manipulationen. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung will ein Techniker damals den Entwicklungschef informiert haben. Neusser ist seit einigen Tagen beurlaubt. Der VW-Konzern hat heute bekannt gegeben, dass etwa 5 Millionen Volkswagen für Nachrüstungen in die Werkstätten müssen. Betroffene Besitzer sollen einen Brief bekommen. Was mögliche Auswirkungen des VW-Skandals betrifft, rückt jetzt die Zulieferbranche in den Fokus. Mehr dazu von Anja Kohl. Die Zulieferer forschen und entwickeln. 3/4 dessen, was ein Auto wert ist, steuern sie bei. Mehr als 400.000 Beschäftigte arbeiten bei den deutschen Konzernen, fast 300.000 bei Zulieferern. Knapp 370 Milliarden Umsatz erzielen die Autobauer, im Vergleich nur rund 70 Milliarden die Zulieferer. Die Konzerne halten sie an der kurzen Leine. Die Gewinnmargen sind ohnehin schon gering. Wegen ihrer engen Verflechtung mit den Herstellern drohen ihnen nun zusätzliche herbe Umsatzeinbußen. Die meisten Zulieferer sind Mittelständler. Doch es gibt auch große Börsennotierte wie Continental. Die Aktie des Konzerns hatte schon wegen der China-Sorgen ordentlich verloren. Mit VW stürzte sie in den vergangenen Tagen um noch mal 10% ab. Heute aber gewannen sie, denn die Politik diskutiert jetzt neue Emissionsvorschriften. Dann bräuchte es noch bessere Technologien. Kurzfristig ist der geplante Börsengang des Zulieferers Schaeffler gefährdet. Ausländische Investoren fragen nur noch, was ist mit VW? Die Börsendaten. Der DAX schloss mit 9.450 Punkten leicht im Minus. Der Dow Jones ging mit einem leichten Plus bei 16.049 Punkten aus dem Handel. Der FC Bayern bleibt in der Gruppenphase der Fußball-Champions League ungeschlagen. Die Münchner gewannen am Abend 5:0 gegen Dinamo Zagreb. Stürmer Robert Lewandowski erzielte dabei 3 Treffer. Bayer Leverkusen hat dagegen die erste Niederlage einstecken müssen. Das Team von Trainer Schmidt unterlag beim FC Barcelona mit 1:2. Bayer-Coach Roger Schmidt schaute anfangs skeptisch drein. Doch die Werkself spielte von Beginn an richtig gut und ging sogar in Führung. Papadopoulos nach Ecke von Çalhanoğlu, das 1:0 in der 22. Minute verdient. Und André Ter Stegen, Barcas deutscher Torhüter, war sich mit Suarez uneinig, auf wessen Kappe dieser Treffer ging. Ohne den verletzten Messi wirkte Barcelona lange kopflos. Überraschend selten wurden die Katalanen gefährlich. Neymar und im Nachschuss Sandro Ramirez. Mit etwas Glück hielt die Bayer-Führung bis zur Pause. Auch im zweiten Durchgang blieb Barca lange blass. Und Chicharito hatte das 2:0 auf dem Fuß. Ein zweiter Treffer wäre wichtig gewesen, denn in der Schlussphase erhöhte Barcelona den Druck. In 2 Minuten drehten sie das Spiel. Erst Sergi Roberto in der 80. Minute mit dem Ausgleich. Und 120 Sekunden später Suarez mit dem 2:1 für die Gastgeber. Bittere Niederlage für Bayer Leverkusen. Wenigstens einen Punkt hätten sie verdient gehabt. Die Vision von Menschmaschinen, die spuckt nicht erst seit Hollywood-Blockbustern wie dem Krieg der Sterne durch unsere Welt. Roboter wie die auf schrullige Art sympathischen R2-D2 oder C3PO, die wirken heute gar nicht mehr wie ein reines Produkt der Fantasie. Der Mensch erschafft Maschinen, die ihm selbst auch immer ähnlicher sind. Und schon jetzt können Roboter zum Beispiel Trompete spielen, Radfahren oder die Spülmaschine ausräumen. Den Fähigkeiten künstlicher Intelligenz, den scheinen also kaum mehr Grenzen gesetzt. Und so könnten bald auch sehr menschliche Kampfmaschinen entstehen, die dann selbstständig über ein Menschenleben entscheiden. Da würde dann ein Albtraum durch die Realität eingeholt. Mareike Aden. Singen, greifen, fahren. Diese Roboter auf der Fachmesse in Hamburg sehen auch noch süß dabei aus. Doch im Hollywood-Film Transformers sind sie martialisch, führen Krieg gegen die Menschheit. Hollywood ist zwar weit weg, doch selbstständig handelnde Kampfroboter könnten entwickelt werden.
an. Es gibt in der letzten Zeit ein paar sehr gute Erfolge, die man früher so nicht für möglich gehalten hätte. Also das geht wirklich voran. Und jetzt ist der Zeitpunkt, darüber nachzudenken gesellschaftlich, wollen wir autonome Waffen haben? Herzberg hat einen offenen Brief unterschrieben, der vor diesen Waffen warnt. Auch Physiker Stephen Hawking und Apple-Mitgründer Steve Wozniak sind unter den rund 20.000 Unterzeichnern. Heutige Drohnen werden von Menschen gesteuert, ihre Raketen von Hand ausgelöst. Autonome Waffen würden so programmiert werden, dass sie ein Ziel aufspüren und selbst über einen Angriff entscheiden. Damit werden Maschinen über Tod und Leben entscheiden. Und das ist eben moralisch gesehen aus meiner Sicht das Überschreiten einer ganz dicken roten Linie mit Folgen, die völlig unabsehbar sind. Militärs weltweit investieren in Roboter. Die US-Rüstungsagentur DARPA organisiert sogar einen Wettbewerb. Dieser mit Militärgeldern entwickelte Lastenroboter trainierte schon mit dem US-Militär. Entwickler Boston Dynamics wurde mittlerweile von Google gekauft. Die Zusammenarbeit mit dem Militär werde man aber nicht fortsetzen, sagt Google. Internationale Initiativen wollen die Vereinten Nationen zur Ächtung autonomer Waffen bewegen. Frank Sauer von der Bundeswehr-Universität München unterstützt die Kampagne Stoppt Killerroboter. Eine Befürchtung ist, dass diese autonomen Waffensysteme einen Effekt verstärken, den wir heute schon beobachten, mit Blick auf die unbemannten Waffensysteme oder die sogenannten Drohnen, nämlich dass auf politischer Ebene der Einsatz militärischer Gewalt leichter fällt oder man könnte auch salopp sagen, die Hemmschwelle sinkt zum Einsatz militärischer Gewalt. Einige Universitäten verpflichten sich bereits, nur für nicht-militärische Zwecke zu forschen. Es ist ein Versuch zu verhindern, dass automatisierte Waffen einen dunklen Schatten werfen über die sich so schnell entwickelnde Welt der Roboter. Übrig haben wir noch den Blick auf das Wetter und das lässt sich ja Gott sei Dank noch nicht so richtig programmieren wie ein Roboter, hoffe ich jedenfalls. Sven, wie wird's denn? Das geht beim Wetter nicht und ich kann dir versichern, Thomas, das geht auch bei mir nicht. Insofern, da bleibt alles noch beim Alten und Wettervorhersagen bleiben spannend, auch dann, wenn große Hochdruckgebiete unmittelbar über uns liegen. Und wir gucken mal auf das Satellitenbild. Was man nämlich sehen kann, ist einerseits, dass das Wetter freundlich war, dass es allerdings auch eine ganze Menge Quellwolken gegeben hat. Hier Richtung Nordsee, wenn man genau hinguckt, sieht man auch ein paar Kondensstreifen hier in den Schleierwolken und es gab eine ganze Menge Wind in der letzten Nacht schon, auch heute über Tag, vor allen Dingen im Süden Deutschlands. Und das hier ist eine kleine Reise über übrigens hier den verschneiten Alpenhauptkamm in Richtung Kroatien. Da ist Rijeka. Und jetzt schauen Sie mal hier hin. Hier sehen Sie eine absolut präzise Kante der Wolken. Dort kommt die Luft über die Berge gejagt. Das ist die berühmte Bora, die dort weht. Und auf der Lee-Seite, auf der windabgewandten Seite, löst dann diese absinkende Luft die Wolken auf einen Schlag auf. Und die Windgeschwindigkeiten waren hier hoch, knapp 90 Kilometer pro Stunde. Die Bora kann mal raufgehen bis 200 und mehr. Also das ist wirklich ein gewaltiger Wind. Zurück zu unserem Wetter, geprägt von diesem riesigen Hoch. Drumherum kommt die Luft im Süden, deswegen weiterhin der stärkste Wind. In der kommenden Nacht im Norden wenig Wind. Deswegen kann sich hier örtlich Nebel bilden, auch Richtung Sachsen und Thüringen. Sonst allerdings ist es oft klar. Temperaturen Richtung Lüneburger Heide in einigen Bergregionen 0 bis 2 Grad oder auch leichter Frost. Für die meisten 3 bis 8 Grad und morgen Vormittag wieder viel Sonnenschein. Im Osten nach Nebelauflösung schon ein paar Quellwolken. Die werden hier nachmittags zahlreicher. Fransen nach Westen aber mehr und mehr aus. Da ist es dann richtig sonnig und die Temperaturen erreichen Höchstwerte hier von 16 bis 19, im Osten von 12 bis 17 Grad. Der Nordostwind, wie gesagt, nach Süden zunehmend frisch und böig. Also auch ein bisschen vorsichtig sein beim Autofahren. Das kann schlagartig ein bisschen ruckeln. Und das ist Donnerstag, Freitag. Das Hoch ist weiter da. Viel Sonnenschein auch. Freitag sogar wieder bis 21 Grad. Also das Hoch ist da, aber eben anfangs auch der schneidige Nordostwind. Thomas Roth. Sven, ganz herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, das war es dann von uns. Im Anschluss diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen das Thema russisches Roulette. Ziehen wir mit Putin in den Krieg? Und um 0.20 Uhr meldet sich dann Thorsten Schröder mit dem Nachtmagazin. Und wir sind natürlich morgen wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Kommen Sie also gut durch die Nacht.